Hallihallo, dann sind wir hier Trempenmarkt. Wenn man erstmal alle sein. Da fällt mir eigentlich ein, was. Haben wir Nachrichten ausschalten. Was? Vollkommen egal. Weil anscheinend loot er das so oder so, ob ich. Ja, und ich sage mal, Suchentfernung 30 Meter. Auf. Dann. Ganz ehrlich. Ende loot er dann was? Oh, genau. Du sagst richtig ab. Gut, erstmal. Guck dir das an. Guck es dir an. Sollen wir es je nach Weisheit schaffen? Ah, ja. Hätte da vielleicht. Kein unbeabsichtigter Diebstahl. Kein müsste der jetzt alles rausnehmen, was normalerweise Diebfehler sind. Ah, läuft. Einmal durch die Stadt gelaufen, erstmal gut. Ja, ich meine, ich mache das ja auch für das Let's Play. Also mit diesen Mods mache ich das ja im Endeffekt ja auch für das Let's Play. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Ja, dann bin ich dran. Ja, klar. Dann schauen wir erstmal sehen. Ah ja, Kollege, ich mache noch Platz hier. Komm. Er durfte jetzt normalerweise erstmal alles gelootet haben, was so frei lootbar ist, dass ich einen Diebstahl mache. Verdammt, wo bleibt meine Lieferung? Sie hätte vor einer Woche hier. Lang lebe Radovid! Das wollen wir mal sehen, wie lange der noch lebt. Boah, ich latsche einfach mal durch. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Ich weiß, es ist jetzt fies. Also mit dem Auto-Loot, das ist halt wirklich. Da ich doch. In ich würde mich so gerne mit einer Flasche hinlegen. Bleib lustig, wie? Scheiße! Scheiße! Der Ritter aus dem Märchen. Hatte der weißes Haar oder ein weißes Märchen? Aus dem Märchen. Wir machen die Pfützen auf. Bin ich der weiße Ritter? Ich bin der weiße Wolf. Redanien! Moin! Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva.
Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden.
Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Raduvid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schick dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Okay, gut, die Tochter kriegen wir anscheinend nicht zurück, aber wir können erstmal mal schauen, was wir hier haben. Gucken wir mal, die Karte. Der Betrunkene von Ochsen. Für den Radin. Redanischen Offizier. Freiwilliger, schaue ich in der Region. Ja, also langsam wird das alles etwas knapp hier. Was haben wir hier? Durchsuche die Urin. Durchsuche den Urin der Festung bei Leuchtturm. Urin. So, was haben wir hier? Reifenschulen aus. Das Georg. Gregor. Alter, nein. Langsam reicht's. Also, es reicht langsam für heute. Gregor. Das ist aber bestimmt auch ein richtig geiler Name, ja. Auf jeden Fall. Also, Gregor ist, passt auch. Gut, wir haben noch die Hexenjagd. Wir haben noch. Was haben wir denn hier? Ja. Also ein paar Missionen, die haben wir noch hier. Können wir mal gucken. Vielleicht sind die noch gar nicht mit dabei hier. Können wir mal durchsetzen, was wir hier neuen Zetteln haben. Wahrheit geht in den Stern. Freiwilliger. Ey, ich stehe hier nur und du rempelst mich an. Der war so groß. Fünf Fuß lang, dick wie mein Arm. Was ein Ton. Fette Aale sind in Kriegszeiten nichts Besonderes. Oh, so denn? Weil sie Leichen fressen. Davon ist der Pontar jetzt voll. Das ist der Lauf der Dinge. Fische fressen Menschen. Menschen fressen. Alles Fische. Zu mir! Zu mir! Okay. Die besten Waren diesseits des Pontar. Ja, Level 35, okay. ja.
hohen Stufen in der 11 Level drüben. Also ich sehe natürlich ein, dass ein paar Dinge. Ja. Jetzt was man. Ich meine, das ist auch schon Level 13. Persönlich. Sprich mit dem Kommandanten des Wachposts bei der Brücke von. Hier, da könnte man da vielleicht schon noch. Das ist, glaube ich, eine 33 und brauchen wir gar nicht erst. Hier könnten wir auf jeden Fall noch was machen. Könnten wir noch machen. Ja, auf. Also 10er Monster, das ist halt wirklich viele Palle. Ich würde daher vorschlagen, wir gehen erstmal nach Krenfeld, sprechen nochmal mit dem Baron über seine Tochter und Hotspike war noch schon. Ja gut, wir haben Ochsenfurt haben wir geplündert. Stadt. Eisen. Weg noch zur Basis. Das ist ja auch noch. Brillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Mein Mann hat einen tollen Posten, was? Also, ich sag mal, was man hier noch findet, wenn man das mal auf 30 Meter hochdreht. Ich komme gar nicht zu Atem. Meine ist ja im Endeffekt vollkommen egal, ob das jetzt auf 15 Meter steht oder auf 30. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Ich sag euch, wo die Beute ist. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Und dann sind wir wieder beim Baron. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem. Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen.
Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Bis dann. Ah. Bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als diesen Jagd zu machen. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Würde empfehlen, Pfefferminzlikör. Ich würde sagen, reiten wir mal nach ja, welches? Was heißt? Ich weiß es gar nicht. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ja.
Ja, ja. Aber so schnell kann es gehen. Haben wir hier noch nicht mal in Ruhe einen Weg lang reiten. Langsamer. Also, willst du ihn einwickeln? Hat die Hexe dir Lieferung gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Pfad zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Felsen. Den musst du umrunden, dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Ab da geradeaus. Wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Jetzt sollte ich die Hexe finden können. Woher kommst du? Von hier und da. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Freunde, der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Ja, die Kuh. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Das Weib ist, jemand zu Hause? Gewöhnliche Salbe, nichts Besonderes. Eine gewöhnliche Kerze. Wo ist sie denn hin?
Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Ein Pentagramm aus Kreide. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also...